Bianca von Troba aus Gera hat 3 Kinder, aber nur einen Laptop. Und den hat sie geschenkt bekommen. Benny, kommst du mal? Homeschooling für alle 3 wird so zur Herausforderung. Zumal sie selbst eine Ausbildung zur Erzieherin macht und den Laptop eigentlich selbst bräuchte. Sie lernt dann nachts, wenn alle Kinder schlafen. Ich fühle mich da definitiv benachteiligt, auf jeden Fall, weil wir einfach zu viert auf ein Gerät angewiesen sind und alle darauf zurückgreifen müssen und keiner danach fragt, funktioniert das denn überhaupt? Kommt ihr klar? Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass die Schulen eben sagen, wir stellen euch ein Tablet. Das Familieneinkommen liegt nur knapp über dem Hartz-IV-Satz. Warum bekommen sie von ihrer Schule dann kein Tablet? Schließlich gab es doch im Sommer das Corona-Sofortprogramm vom Bund. 500 Millionen Euro für Schülerendgeräte. Nachfrage bei der Schulleiterin der Mädchen. Schöner wäre es gewesen, sie wären im Dezember schon da gewesen, ne? Als die Schule wieder geschlossen wurde oder zunächst stufenweise geschlossen wurde. Das wäre natürlich noch die beste Variante gewesen. Diesen Zustand oder diesen Umstand haben wir nicht. Die 100 zugesagten Tablets aus dem Soforthilfeprogramm sind immer noch nicht da. Und Leihgeräte gibt es hier nicht. Nur dieses 20 Jahre alte Computerkabinett. Bestellt wurden die 9 Tablets vom Amt für Bildung der Stadt Gera, dem Schulträger für alle Schulen der Stadt. Amtsleiter Frank Röhling wartet jeden Tag auf die Geräte. Es sind 1800 Tablets, die wir bestellt haben. Und diese Tablets sind noch unterwegs. Ne? Wo die jetzt genau sind, räumlich, das kann ich nicht sagen. Das weiß das Unternehmen. Und das meldet einen Lieferengpass. Schließlich wollen fast alle Schulen in Deutschland gerade Tablets haben. Der Gera-Amtsleiter hat erst Mitte November bestellt. Warum so spät? Das Soforthilfeprogramm wurde schon im Mai 2020 vom Koalitionsausschuss des Bundes beschlossen. 500 Millionen Euro für Endgeräte für bedürftige Schüler. Danach legten Kultusministerkonferenz und Bund die Modalitäten fest. Dann musste der Haushaltsausschuss des Bundes zustimmen. Im August hat das Thüringer Bildungsministerium eine Richtlinie erarbeitet. So konnten die Schulträger die Geräte beantragen. Und diese Anträge bewilligte wiederum das Thüringer Bildungsministerium. Da war es schon September. Also hier ist der Bescheid. Am 1. September ist er datiert. 2020 und wir haben also kurz vorher am 21. August 2020 den Antrag gestellt für 920.000 Euro, die beschieden wurden. Also diese Prozesse, die gingen sehr schnell, die kann also schneller gar nicht gehen. Doch ein Auftrag von 920.000 Euro muss europaweit ausgeschrieben werden. Vor der Bestellung muss noch der Vergabeausschuss der Stadt Gera zustimmen, um Korruption zu vermeiden. Dieser Prozess hat dann bis November gedauert. Ja, wir arbeiten mit Steuermitteln hier im öffentlichen Dienst und deswegen sind Formalien einfach unverzichtbar und dass sichergestellt ist, dass das alles zweckentsprechend ausgegeben wird. Wir sind in Sachsen-Anhalt an der Gemeinschaftsschule Gröpzig bei Bitterfeld. Rund 270 Schüler werden hier unterrichtet, normalerweise. Jetzt gibt es nur noch digitalen Unterricht. Dorothee Suchomels Deutschstunde sieht nun so aus. Videokonferenz auf ihrem privaten Tablet. Dienstgeräte, Fehlanzeige. Ich sehe, Joelle hat das Mikro noch an, Malte, Lea, Sophie. Alle anderen haben das schon aus. Ja, Toni schreibt schon, ob er den Zauberlehrling aufsagen darf. Die Teilnahme an der digitalen Deutschstunde ist für die Schüler freiwillig. Denn auch hier haben nicht alle einen eigenen Laptop. 40 Endgeräte aus dem Soforthilfeprogramm hätten eigentlich schon vor dem Lockdown da sein sollen. Von Schulträger aus sind die Laptops ja schon da. Und da ist es wie so oft einfach eine Personalfrage, dass nicht genug Personal da war, die schon zu bespielen, dass also auch die funktionierenden Programme drauf sind. In Sachsen-Anhalt wurden die Laptops vom Land bestellt und bereits im Oktober an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld geliefert. Allerdings ohne die notwendige Office-Software. 3 IT-Sachbearbeiter kümmern sich seitdem um die Installation auf den insgesamt 1.124 Geräten für die Schulen des Landkreises. Und das dauert. Auch die Brüder Justin und Benjamin besitzen keinen eigenen Rechner. Sie dürfen das Computerkabinett nutzen, denn sie haben Förderbedarf. Hier können sie die notwendige Technik benutzen. Doch auch die hat ihre Tücken. Laptop ist gerade ausgegangen, weil der Akku leer ist.
Ja, und der kann halt nicht geladen werden, weil der bestimmte Ladezeiten hat und die gerade nicht ist. Die alten Laptops können nur in diesem Schrank geladen werden, zu bestimmten Ladezeiten. Darum kümmern müssen sich die Lehrer. Der Schule fehle ein IT-Mitarbeiter, vor allem wenn jetzt immer mehr Geräte angeschafft werden, so Schulleiterin Ute Zerbe. Das ist ja auch der Punkt, den wir uns hier in der Schule wünschen, dass wir so einen IT-Experten hätten. Ich denke, da könnte man Schulen auch richtig entlasten. In Leipzig am Kant-Gymnasium gibt es jemanden, der sich kümmert. Felix Altscher ist eigentlich Mathe- und Informatiklehrer, doch inzwischen eher so etwas wie der IT-Administrator der Schule. Gerade installiert er Betriebssysteme auf einem Dutzend neuer Laptops. Seit er hier arbeitet, hat er die digitale Infrastruktur auf den neuesten Stand gebracht. Ein Glücksfall für das Gymnasium, denn ein Einstellungskriterium war sein Know-how nicht. Ist seitens der Schulträger nur in den seltensten Fällen Personal dafür vorgesehen. Das heißt, es müssen dann Lehrer an Schulen übernehmen. Die wenigsten Schulen haben auch Verträge irgendwie mit Firmen über Support, sodass es leider in den meisten Fällen an den Lehrern hängen bleibt, die Schule digital am Laufen zu halten, da Innovationen reinzubringen, neue Sachen anzuschaffen. Felix Altscher wird dafür 3 Stunden die Woche vom Unterricht freigestellt. Sein Kollege Frank Hake nur eine. Viel zu wenig Zeit für den enormen Aufwand. Ich weiß nicht, ich kann es nicht zählen, wie viele Stunden wir hier sind, aber allein letzte Woche waren wir, glaube ich, mehrere Tage, 9 Stunden hier. Genau, ich glaube, allein diese Woche haben wir schon bis Februar das Stundenkontingent aufgefüllt. Ja. Also es ist schon ein leichtes Ehrenamt, was man hier ausführt. Also wenn wir es nicht machen würden, dann hätten wir kein vernünftiges Homeschooling-System und die Leidtragenden wären die Schüler, die am Ende hinten runterfallen. Und ich glaube, deswegen ist zumindest mein Grund, warum ich es mache. Auch die Endgeräte für bedürftige Familien sind hier schon angekommen. Bestellt wurden sie von der Stadt Leipzig bereits im Sommer letzten Jahres und Ende September geliefert. 4.800 Tablets und 1.000 Laptops für die Leipziger Schulen. Soweit, so gut. Nur der Teufel steckt mal wieder im Detail. Die sind schon an Schülerinnen und Schüler ausgegeben, an einen Teil. An wenige Schülerinnen und Schüler, weil es fehlen leider noch Hüllen für die Geräte und wir hatten nur eine begrenzte Anzahl Hüllen. Hier fehlen die Hüllen. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Software. In Gera gibt es Lieferschwierigkeiten. Bei Familie von Trober haben mittlerweile alle Kinder eigene Geräte für das Homeschooling. Von Privatleuten geschenkt bekommen.